Es geht doch nichts darüber, an einem Lagerfeuer zu chillen. Oder an einem Kaminfeuer in dem Fall, zusammen mit den Kollegen. Direkt neben dem Edelsteinverwerter und der Bar. Was will man denn mehr? Und damit hallöchen, ihr Lieben. Seid ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir, wie heißt das Spiel nochmal? Otherworld Legends. Kurz den Namen wieder einfallen lassen. Und zwar geht es in diesem Spiel um so eine Art Dungeon Crawler, genau wie Soul Knight zum Beispiel. Denn es ist von denselben Entwicklern wie auch wie Soul Knight, von Chili Room nämlich. Und genau, ich habe mir jetzt am Anfang hier mal diesen Charakter ausgesucht. Und man hat natürlich auch noch mehr Charaktere hier, aber die habe ich jetzt zum Beispiel nicht freigeschalten, wie zum Beispiel Henry oder Ollie oder Gerard Quentin oder Akisha. Aber Ginzo habe ich freigeschalten. Nur den mag ich nicht so gerne. Da bin ich auf jeden Fall stärker. Okay, Edelsteinverwerter. Was kann ich denn überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung. Gucke ich mir ein andermal an. Und zwar würde ich einfach mal sagen, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit nur in der Lobby rumstehen, gehen wir einfach mal in so einen Raum rein. Ich habe gerade ein paar Runden schon gespielt vorher, um das Spiel ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe auch vorher schon versucht, ein Video aufzunehmen, aber da hat es einfach nicht, also mein Wissen hat dafür einfach nicht gereicht. Ich hoffe, dass ich da jetzt ein bisschen mehr machen kann. Und zwar kommen wir erstmal in so einen schönen kleinen 3D-Dungeon rein. Also im Vergleich zu Soul Knight ist alles ein bisschen 3D-higer. Und genau, wir haben einmal hier dodgen, oder beinahe wäre ich in den anderen Raum reingedodged. Ich kann einmal so rückwärts dodgen und einmal vorwärts quasi. Angriffsbutton, ganz klar, mache ich Nahkampfangriffe. Und dann hier zwei Fähigkeiten. Ich habe jetzt zweimal den, Schattenschlag ausgewählt. Das bedeutet, wenn ich einmal schlage, kommen zwei Schattenklone, die für mich nochmal boxen. Das sind jetzt in dem Fall die Fähigkeiten, die ich gewählt habe, weil die auch wirklich nicht schlecht sind. So. Hier in so einem Raum haben wir jetzt alles voller Gegner, die mir alle an den Kragen wollen. Deswegen würde ich mal sagen, laufe ich gar nicht so viel im Kreis herum und greife einfach mal an. Genau, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ob ich das gerade schon erwähnt habe, aber ich spiele auf einem Schwierigkeitsgrad episch, was vielleicht ein bisschen schwieriger wird als sonst. Ich guck mal. Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob jetzt hier ein paar mehr Gegner pro Raum quasi drin sind. Ob das sich jetzt auf den Damage und so auswirkt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber okay. Einmal kurz zurück, hier kommt eine Schlange aus dem Boden. Genau, und was ist das denn? Oh, manchmal stehen Gegner wieder auf. Okay, das ist neu. Vielleicht muss ich mich beeilen, irgendwie, dass ich alle Gegner schnell besiege, damit die nicht wieder aufstehen. Keine Ahnung. Oh, da ist eine Schlange. Und da ist ein... Ach so, findest du das so ein Wiederbeleber? Ja, ja, das sieht so aus. Der versucht hier gerade seine Kollegen wieder zu beleben. Schnell mal ausgenockt. Genau, au, da ist ein Ninja. Den sehe ich doch von hier. Ja, und das war's mit dem ersten Raum. Hat ganz schön lange gedauert dafür, dass es der erste Raum war. Hier gibt es einiges an verschiedenen Gegner, wie man jetzt hier auch schon zermatscht auf dem Boden liegen sieht, was jetzt, ey, auf die Türen zu knallen da draußen, also was diese einzelnen Gegner jetzt so machen, werde ich jetzt nicht jeweils erklären, weil das ist schon, wäre sehr viel Zeit investiert allein in Erklärungen, aber, ja, ist auf jeden Fall ein sehr großes, abwechslungsreiches Spektrum an Gegnern hier, kann man sich nicht beschweren. So, ich würde mal sagen, ich gehe zuerst auf die Beschwörer vielleicht, weil... Sonst bringt es mir gar nichts, die Gegner zu töten, wenn die einfach wieder hochholen. So, das Gift setzt mir gerade ordentlich zu. Und diese kleinen Geister, die hier durch die Gegend schwören, die nerven mich auch ganz schön, weil die mich sehr stark verlangsamen, auch wenn die nicht angreifen. Ey, der Frosch hier, der will mich auch nur vergiften. Der macht auch sonst nichts. Auch nichts Besseres zu tun. Genau wie die Leute draußen mit Türen knallen, die haben auch nichts Besseres zu tun. Aber okay, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen durch den ganzen Raum durch. Ich meine, Gegner, würde es hier so viel das Auge reicht geben, und auch Wiederbeleber, die mich nerven, weil sie irgendwelche Leute wiederbeleben. Deswegen würde ich mal sagen, werde ich jetzt einfach mal ein bisschen cutten, weil sonst wird diese Runde auch unheimlich lang und nur zu den wichtigen Punkten quasi kommen, sodass man, ja, dem Video vielleicht auch noch etwas Unterhaltung finden kann. Viel Spaß. Also ich habe es jetzt irgendwie tatsächlich hinbekommen, nur die langweiligen Räume alle zu machen mit den Gegnern. Es gibt dann hier noch einen Raum mit Items. Der Trank, Achso, das hilft, dass ich auch Leben wiederherstellen kann. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was das andere war. Ups. Egal, dann haben wir hier noch einen Shopkeeper, der starke Items hat, aber ich habe nicht genug Geld. Deswegen werde ich euch mal zeigen, wie man auch noch an die Items rankommen kann, ohne dafür zu zahlen. Und zwar einfach den Shopkeeper verprügeln. Weil, ich meine, der kann sich zwar wehren, aber nicht stark genug, weil wir einfach stärker sind. Oh, ich stelle einfach in die Wand rein. Hm, interessant. Ich habe das Gefühl, dass hinter der Wand vielleicht noch ein Secret-Raum liegen könnte. Also, ja, machen wir kurz den Shopkeeper hier fertig, wenn wir das hinkriegen irgendwie. So, zack, dann ist er down. Und dann können wir seine Items auch schnaggeln. Und genau, das ist das Prinzip vom Spiel. Man kriegt quasi Items, die einem insgesamt, ja, einfach ein bisschen,
weiterbringen können in verschiedenen Richtungen, je nachdem, wonach man Lust hat. Ein bisschen wie bei Soul Knight, nur mehr Abwechslung, weil man die Gegner, die Items selber auswählen kann, was man haben will und so weiter und so fort. Und genau, jetzt habe ich hier gesehen, ist hier noch ein Secret Raum dahinter, weil da der Shopkeeper reingelaufen ist. Oh, und hier ist ein Elite-Gegner drin. Hilfe, würde ich mal sagen, greifen wir einfach mal den Elite-Gegner an und gucken, ob wir da durch hier unsere, ja, dass wir hier eine Chance haben vielleicht. Na nü, ich bin einfach gerade über einen halben Raum geflitzt, genauso wie sie. Au her. Und dieser Geist hier nervt gerade, der mir hinterherläuft. Der will mich nämlich nur slowen. Na toll, jetzt bin ich hier langsam wie ein alter, was auch immer. Und ja, danke dafür, Geist. Aber zum Glück bin ich nicht so weak. Ich kann einfach wieder aufstehen, macht mir gar nichts. Machen wir erstmal hier ein bisschen den Geist kalt, weil der, ja, ist quasi nicht gerade sehr vorteilhaft für diesen Kampf. Und dann machen wir noch den Gegner kalt. Oh, da draußen schreit irgendwas. Mensch, hier hat man echt wirklich einiges. So, da haben wir wirklich alles gesehen. Und dann kommen wir hier zu diesem Dings, weil es ein Portal quasi aus diesem Level raus ist. Und klatschen dann hier noch quasi mal die ganzen, das ganze Kleinvieh weg, würde ich mal sagen, oder? Ich hoffe, hier ist kein Beschwerer dabei. Es sieht aber auch nicht so aus. Und dann, genau. Ah, da, guck mal, da kommen die Beschwörer jetzt. Die kommen in der letzten Runde und versuchen hier nochmal alles, was ich soweit geschafft habe, umzustoßen. Kurz hier einmal Leben aufsammeln. Ja, so hier immer diese Geister, die an einem dranhängen. Das ist das Schlimmste hier. Ich bin ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten auch noch. Mensch, heute geht ja wirklich alles schief. Das heißt, ich mache mal hier die ganzen Kanoniere an der Seite weg. Oder wie man die nennt. Musketiere, liest oder das, keine Ahnung. Und dann, ja, war es auch mit diesem Raum. Und wir gehen mal weiter. Ja, das war quasi jetzt erstmal die erste Ebene von einigen. Da kommen, glaube ich, ein paar. Und jetzt sind wir im Honmaru-Palast. Hab gar nicht geguckt, wie der erste Raum hieß. Aber guck mal, hier ist schon wieder ein Secret-Raum. Das sieht man an dieser Bodenver... Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man das nennt. Und schon wieder derselbe Bogengegner. Kann ich auch mal was Gutes bekommen hier? Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, haben wir sie besiegt. Und der Geist löst sich in Selbstgefallen auf. Selbstgefälligkeit? Keine Ahnung. Ich kann kein Deutsch, ich tue mal nur so. Aber na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir gerade mal hier weiter in den nächsten Raum, wo wir dann von viel angenehmeren Gegnern wie fetten Fröschen und sowas erwartet werden. Aber ich meine, immer noch besser als die Bogenschützen da. Okay, der Giftfrosch ist tatsächlich ziemlich nervig und der Geist auch. Wieso gibt es diese Geister? Die haben mich noch nie so aufgeregt wie jetzt. Schon wieder von dem in den Bann gezogen. Okay, okay, mal gucken. Was? Jetzt hat sie mich schon wieder... Irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Aber was ich auf jeden Fall richtig mache, ist, dass ich diesen Beschwörer hier als erstes besiege. So, und dann noch hier die paar Kröten. Ah, das Gift ist gerade ein bisschen gefährlich, ne? Okay, aber ich habe es überlebt. Auch wenn es mein Schild irgendwie durchbrochen hat, habe ich dadurch keinen weiteren Damage bekommen. Na gut, aber irgendwie ist mein Schild gerade ziemlich am Boden. Na egal. Hallo. Große Mengen an Gegnern besiegen, bis man selber besiegt wird. Autschi Bautsch. Na gut, wir haben ein B bekommen. Ich meine, es war epischer Schwierigkeitsgrad. Ihr könnt das Spiel auch selber ausprobieren. Vielleicht habt ihr mehr Glück als ich, aber ich habe immer Leute, die die Türen knallen. Und außerdem Gegner, die mich sehr schnell aus den Socken hauen. Aber ich habe immer zwei von diesen Bogenschützenviechern erlegt und ganze Menge Gegner. Wenn jetzt auch keine Übermenge, aber okay. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir es gerne mit einem Däumchen nach oben, einem netten Kommentar oder vielleicht sogar einem Abonnement. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein und macht's gut. Haut rein und ciao.